Grüßt euch Guys und willkommen zu einem weiteren Video in Pokémon Masters. Ja, im letzten oder vorletzten Part haben wir ja, sage ich mal, die 5 besten Free-to-Play-Charaktere uns reingezogen. Jetzt schauen wir uns mal eine andere Kategorie, die auch wichtig ist, vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt gerade neu spielt. Und so kann er halt auch sehen, ah, das pushe ich oder das pushe ich erst zu Schluss. So, heute geht es um die 5 besten Angreifer. Bei einem Angriffs, sag ich mal, Dudes gibt es eine Unterscheidung. Und zwar gibt es den physischen Angreifer und den speziellen Angreifer. Da gibt es halt einen Unterschied. Man sieht das auch bei den, sag ich mal, Pokémon selber. Wenn man jetzt, sag ich mal, auf, ja, gehen wir jetzt mal zum Beispiel auf, wo ist der? Gehen wir einfach mal auf 5er Sterne, genau. Zack. Eine kurze Info für die Erklärung, für die einen oder anderen, vielleicht wissen die das nicht. Beim Wolverock zum Beispiel, das ist ein physischer Angreifer. Man sieht halt eine Faust bei der Rolle und eine Umrandung mit Zickzacks. Also wie so ein Faustschlag gegen die Wand plus halt ein Zickzacksgedöns. Das ist ein physischer Angreifer. Das heißt, er macht halt sehr viel mit Körperkraft. Ne? Sehr viel mit Körperkraft. Dementsprechend musst du dann auch achten, welche Supporter du für ihn nimmst halt, ne? Ein spezieller Angreifer wäre zum Beispiel Hundemon. Wenn man da drauf geht, sieht man eine Faust mit einer Umrandung, also ohne Zickzacks. Das wäre halt ein spezieller Angreifer. So kann man das hier im Spiel auch erkennen. Vielleicht weiß das der eine oder andere halt nicht. Und heute geht es um die speziellen Angreifer. Warum speziell und nicht physisch erstmal? Das liegt daran, dass ich nicht alle physischen coolen Dudes habe noch. Und bei den speziellen habe ich schon eigentlich das Beste vom Besten am Start. Ne? Ja, deswegen werden wir jetzt mal anfangen mit Platz 5 und dann halt bis nach oben Platz 1. Platz 5 ist lustigerweise ein Free-to-Play-Charakter. Der Name ist, man kennt ihn vom letzten Video, Alola Raichu. Ja, Alola Raichu Platz 5, auf jeden Fall muss man da nicht viel sagen, wenn man das Video vorher schon gesehen hat. Es ist ein guter AOE-Killer, sprich er macht halt Flächenschaden. Er killt nicht nur eins, sondern halt dann auch mehrere. Mit Ladungsstoß ist jetzt mit 92 Stärke gut am Start und Genauigkeit 100. Das ist halt das Geile. Mit denen kann man auch gut grinden, sage ich mal, ganz am Anfang. So trifft er jedes Mal und man muss nicht hoffen, ob es jetzt daneben geht oder sonst was halt. Er kann sich natürlich auch ein bisschen aufpushen und dementsprechend steigt sein spezieller Wert. Deswegen spezielle Angreifer hier, ne? Steht ja auch bei den Beschreibungen immer dabei. Und hat noch hier einen coolen, sage ich mal, Zusatzmove. Spürt den Wind von Alola. Erhöht die Schnelligkeit. Ne? Auch ziemlich nice. Aber was ich an diesem ganzen Poké halt ganz am Anfang übelst mochte, ist seine passive Fähigkeit. Und zwar, dass er sich halt dementsprechend in einer Notsituation wieder ein bisschen healen kann. Also er ist so ein passiver Supporter auch für sich selber, sage ich mal. Kann auf sich selber aufpassen. Ziemlich nice, feiere ich. Und wie gesagt, Platz 5 geht an Tali mit seinem Alola Raichu. Ziemlich, ziemlich nice. Ja, dann gehen wir direkt mal zu Platz 4. Da muss ich sagen, war es eigentlich auch nicht schwer. Und es ist wieder ein Free-to-Play-Charakter. Freunde, so ist das halt. Die Free-to-Play-Charaktere sind gut. Und zwar Sandra mit ihrem Seedraking. Ja, was soll ich dazu Großartiges sagen, Guys? Erstens, das Ding ist jetzt, sage ich mal, vom speziellen Standardwert, glaube ich, sogar schwächer als Alola Raichu, ne? Wenn ich mich nicht irre. Wir können ja mal kurz gucken. 258. Warte mal, 258. Und dann gucken wir mal kurz bei Alola Raichu. 258. Spezialangriff 271. Genau. Es ist schwächer, also vom Standardwert. Aber, jetzt kommt das Aber. Es hat einen stärkere Attacke am Start auch. Ne? Also erstens, Draco-Meteor ist am Start mit 136 Stärke. Genauigkeit 90, gut. Ne? Muss mal gucken, wie man klarkommt. Aber auf jeden Fall, Draco-Meteor ist schon auf jeden Fall sehr, sehr nice. Sein erster Skill, Feuerodem, ist halt so ein Ding, kann man machen, je nachdem, was jetzt vor der Front, also vor der Nase ist. Ist natürlich kein starker Move, Genauigkeit dafür aber auf 100 und kann eventuell den Gegner paralysieren. Es kann sich selber noch mal pushen im Spezialangriff, ne? Ziemlich nice. Also erstmal Spezialangriff und dann natürlich Draco-Meteor rausballern. Und halt noch ein, der Sieg wird uns gehören, ist auch ein cooler Move, habe ich auch dementsprechend jetzt vor kurzem auch gerne mal bei den ja, Challenge-Moves halt gezündet, ist sehr nice, also wie gesagt, Haupt-ATK, Special-ATK ist jetzt, sage ich mal, nicht
besser als dem vom fünften, aber durch sein Movement, an Attacken, die es hat und seine Passive noch dazu, ist das Ganze natürlich dementsprechend besser. Ne? Und wer will nicht, dass sie Aufhüllleiste sich besser regeneriert. Deswegen, Platz 4 gerecht an Sandra mit Sidreking. So, dann gehen wir direkt zum Platz 3, Freunde. Ja, Platz 3 ist Gekarbor. Und jetzt wird der ein oder andere sagen, warte mal kurz, Sakati, du sagst physisch und speziell, da gibt es eine Trennung und das hier ist jetzt eher physisch, weil das Zeichen da ist. Ja, Freunde, ich weiß, aber ich sag mal so, durch sein Movement, durch sein Moveset und durch seinen Stats hau ich das in diese Rubrik rein, wo ich jetzt die, physischen Dudes habe. Deswegen eher in speziell. Das ist echt eine Ausnahme. Es liegt daran, dass sein Angriffwert genauso krass ist wie sein Spezialangriffwert, und zwar 306. Ne? Er hat halt Kugelsaat. Mit Kugelsaat bist du halt gut bedient in Sachen kritischen Wert, dass du halt natürlich kritten kannst und halt, also wenn du es halt natürlich vorher aufpäppelst und dann halt, damit kritten kannst. Sprich, 2 bis 5 Mal kannst du dann halt reinballern und dann hast du halt einen guten Dude im physischen Bereich. Aber er hat halt, hat auch einen ziemlich geilen, speziellen Angriff, und zwar Blättersturm. Der hat da auch einen richtig krass negativen Aspekt, und zwar durch jedes Mal, wenn man es anwendet, senkt sich der Spezialangriff. Das ist natürlich scheiße. Deswegen erstmal aufpeppeln das Ganze, vielleicht mit einem Supporter etc. und den als Final Schlag verpassen oder so. Dann ist das auch, denke ich mal, gar nicht mal so verkehrt. Und Blättersturm ist halt, wie gesagt, muss man mit Vorsicht genießen, aber tut weh, ne? So, Bahnfrei ist auch ziemlich cool mit seinem, Movement im Angriff und Spezialangriff. Wird erhöht, maximal auf 6 Mal. Und davon wird dann halt 3 Segmente, also diese 3 blauen Zeichen, werden halt sozusagen weggesnackt. Und das kann man halt maximal auf 6 Werte hochpäppeln. Und Angriff sowohl auch der Special-Angriff. Und das ist auch ziemlich nice. Wie gesagt, das Pokémon ist echt. Also man sagt so, oh, Gekarbor kann sich nicht weiterentwickeln. Ist wahrscheinlich Crap, wenn man es nur optisch betrachtet. Wenn man das Ganze, sage ich mal, von den Werten betrachtet, sieht das natürlich ganz anders aus. Und es ist auf jeden Fall ein starker Dude. Sowohl auch auf beiden Seiten. Ich habe mich entschlossen, auf diese Seite es reinzupacken, weil es durchaus einen guten Spezialangriff hat, eine gute Spezialattacke hat. Und Angriff meine ich die Stats und sowohl halt auch die Attacken plus die Passiven halt, ne? Und zwar hier schützt dich von, Senkung von der Schnelligkeit und schützt dich von Para. Deswegen auf jeden Fall 3. Es wäre sogar vielleicht sogar auf Platz 2, muss man sagen, weil das echt so ein Hybrid-Dude ist. Aber es bleibt bei Nummer 3, Guys. Also gehen wir mal zum nächsten. Ich habe mir da bei jedem Dude halt so ein bisschen mir Gedanken gemacht. Es kann auch wiederum hier sein, kann ich immer wieder sagen. Vielleicht ist das nicht 1:1 deine Liste. Es ist halt meine Top 5. Ne? Immer wieder muss man das sagen. Sonst denkt jemand, das ist eine offizielle Top 5 Liste, aber es gibt keine offizielle. Offizielle Listen gibt es gar nicht, Freunde. Das sind immer, alles im Internet sind Fanlisten halt. Ne? Und das ist auch meine Fanliste. Es kann sein, nochmal nur noch eine Info. Das ist jetzt die Top 5 Quartal Herbst 2019, ne? Kann ja sein, dass Quartal 4 2019 Winter eine andere Top 5 herrscht, ne? Oder 2020, das weiß ich nicht, das werden wir dann sehen halt, ne? Also für die Leute, die jetzt das Video, weiß ich nicht, halbes Jahr später sich reinziehen oder sonst was, aber ich werde es versuchen, immer aktuell zu halten, den ganzen Kram, und dann wisst ihr Bescheid, was abgeht. Ja, gut, dann Platz 2. Platz 2 ist auf jeden Fall eine sehr stabile Lady, die wir gerade eben schon gesehen haben, ganz am Anfang. Ja, Hundemon, Freunde. Hundemon. Finde ich sehr nice. Ist ein sehr solider Charakter. Und bei mir ist es erst Level 1. Das liegt daran, dass ich zurzeit noch ihn nicht eingesetzt habe. Also zurzeit ist es eher so, dass ich mich auf was anderes fokussiert habe. Aber demnächst wird auch Hundemon ein interessanter Begleiter sein bei den X-Challenges, ne, ganz klar. Und dementsprechend, ja, muss ich den halt auch mitnehmen. Melanie hat, oder halt Hundemon hat eine bessere Spezial-ATK als das Gekko gerade eben, also Gekarbor.
Ich glaube, das hier hat, das Gag-Abo hatte 306 Spezialangriff und Melanie müsste 336 haben, wenn wir hier nochmal drauf gucken. Warte mal. Achso, ja, hier ist es so. Ach, kann ich nicht sehen, weil nicht auf 100 ist. Aber auf 100 müsste es 336 haben, also deutlich besser ist der Spezial-Standard-ATK-Wert auf Level 100. Hier natürlich jetzt Lappische 20 war Level 1. Ja, sonst, was gibt's zu sagen zu diesem Poki? Angriffsplus, ganz klar. Volltrefferquote des Anwenders wird erhöht. Standpauke ist ziemlich cool. Senkt den Spezialangriff des Zieles. Also, ne, ich überlege auch so ein bisschen PvP-mäßig, falls das rauskommt. Das wäre auch nicht verkehrt. Ist Genauigkeit 95, Stärke 40. Beim Biss gibt es 44 und Genauigkeit 100. Lässt das Ziel eventuell zurückschrecken. Auch ziemlich nice. Ne, zurückschrecken ist eigentlich der nervigste Move jetzt zurzeit im Spiel, finde ich. Weil da kannst du echt fast gar nichts mehr machen halt. Ne, das ist ultra nervig. Deswegen, ja. Je niedriger die KP des Anwenders sind, desto stärker wird sein Spezialangriff erhöht. Und deswegen ist das meine Platz 2, Freunde. Weil das Pokémon auf Level 100 kann am Ende den stärksten Special Attack Stat haben, sage ich mal. Also den stärksten Special Attack Wert, so besser gesagt. Ne? Das ist sozusagen die Nummer 1. Hat leider jetzt, sage ich mal, gut, ist seine Attacken sind jetzt nicht die krassesten von den Werten her, 40, 44 und so ein Kram, ne? Aber trotzdem, mit diesen Kombinationen an diesen zwei Skills kommt das auf Platz 1 von den stärksten mitgebufften natürlich Special Attacks halt, ne? Ziemlich nice, deswegen meine Platz 2. Brandschutz, ja, schützt dich von Verbrennung, ne? Dementsprechend auch nicht schlecht. Das wird dann halt der nächste Ex-Challenger sein, mit dem ich schnitzeln werde. Also ich werde Feuerteam machen und ihn dann wahrscheinlich reinballern. Und dann schütze ich mich das auch vor Verbrennung. Ja, ziemlich nice. Und jetzt gehen wir zu Platz 1. Und das ist, denke ich mal, jedem klar, was das ist. Ich kann sogar hier bleiben. Es ist ein Fünfer. Ja, der meiste Char, den ich zurzeit nutze, ist Blau mit Taubos. Auf jeden Fall richtig aggressiv, richtig guter Char. Hat dann natürlich auch eine Mega-Entwicklung hier. Hundemon hat auch eine Mega-Entwicklung, bin ich jetzt gerade nicht eingegangen. Und seine Gefährtenattacke ist auch stabil, nur so als Randinformation. Aber Taubos, Mega-Taubos, kriegt dann später Orkan. Das seht ihr halt, wenn ihr die Dinger hier wechselt, dann seht ihr ja da unten, kriegt jetzt noch den Skill Orkan. Ne? Und Luftschnitt geht dann halt weg. Deswegen ist es immer schlau, natürlich Taubos mal später dann halt auf Megataubos zu bringen. Da habt ihr Flächenschaden, Windschnitt und dann halt zusätzlich noch Orkan. Aber das Viech ist so nice, Freunde. Weil, erstens, X-Spezial. Der Spezialangriff wird natürlich vom Pokémon erhöht. Away-Skill, Spezialangriff, das heißt links, rechts sind die meisten Viecher dann down, in der Mitte dann Fokus, meistens dann Orkan und plus der Schaden vom Windschnitt, sage ich mal. Das ist richtig nice. Und Genauigkeit beim Volltrefferquote und so ein Kram wird natürlich auch erhöht. Zeig mir, was du kannst. Das ist immer so eine Sache beim Orkan. Warte mal kurz, geh mal hier zurück. Denn Orkan hat eine Genauigkeit von 70. Ne? Das ist natürlich, sage ich mal, eine Stärke von 126, richtig nice, aber 70er Stärke, Genauigkeit ist halt schon, da gehst du in so eine Richtung, wo du sagst, ja, es könnte passieren, dass du zweimal daneben triffst mit Orkan im Spiel. Deswegen halt dieser Burst hier noch, mit dieser Push hier noch zusätzlich und dann kommst du halt auf einen soliden Wert. Kann natürlich dann auch immer missen, ist halt noch immer nicht 100%. Dafür müssen wir vielleicht mal irgendeinen Supporter extern noch dazu packen. Und dann zu gucken, ob da, sage ich mal, dass man dann halt auf 100 kommt. Aber auf jeden Fall, ziemlich nice. Genauigkeit schützt vor Senkung der Genauigkeit. Auch noch wichtig, weil das Viech trifft ja schon, sage ich mal, mit 70 Standard. Und dann noch Genauigkeit runter, dann wäre das ja richtig mies. Und die Schnelligkeit wird auch dann dementsprechend noch geschützt. Meine absolute Top 1, weil man ihn auch flexibel fast überall einsetzen kann. Ne? Sowohl beim Grinden von Sachen, sowohl auch bei den X-Challenges. Und vielleicht demnächst bei manchen Events ist er eigentlich ein treuer Begleiter und ein sehr, sehr guter Char. Das ist absolut ein Nummer 1. Ne? Und ja, wie findet ihr die Liste? Seid ihr meiner Meinung? Habt ihr eine andere Liste? Wenn ja, begründet sie auch gerne. Ne? Nicht immer sagen, das, aber nicht warum. Ne? Mich
interessiert auch die Begründung. Sonst, ja, sehen wir uns im nächsten Video vielleicht mit den besten physischen Angreifer oder vielleicht auch die besten Supporter, je nachdem, wenn ich mein Endivir habe. Habe ich es oder habe ich nicht? Das werden wir demnächst sehen. Ja, Guys, dann würde ich mal sagen, ich verabschiede mich erstmal. Wir sehen uns im nächsten Video. Und nicht vergessen, immer schön bewerten das Video, Freunde, dass beim nächsten Mal noch ein Video rauskommt. Also, wir sehen uns. Haut rein. Bis dahin, euer Sakadias. Und ciao.